willkommen zu einer neuen Folge FIFA. Hallo. Ja, wie schon in der letzten Folge gesagt, wir werden uns jetzt eine Mannschaft aussuchen und hier Wochen geholfen. Start 1.100 Vereins, Ziel 7.500 Pokale für mich. Du mal entscheiden. Ich würde eigentlich eine Mannschaft nehmen, die man kennt, aber die auch. Ja, Arsenal, das ist so. Liga gewinnen ist Liverpool, Jürgen Klopp. Geh mit zu Jürgen Klopp, dem ehemaligen BVB-Trainer. Locker. Dann steht's fest. Ich mach mich dann an die Arbeit und erledige die Papiere. Das hast du verdient, Alex. Ein bedeutsamer Tag, Alex. Hoffentlich war deine harte Arbeit. Das ist erst der Anfang. Das wird ein harter Weg. Und es wird noch besser, junger Mann. Scheint, als hättest du und dein Freund Gareth denselben Geschmack bei der Auswahl eures Teams. Echt jetzt? Das ist wunderbar. Das hätte er jetzt auch gesagt, wenn ich was anderes genommen hätte. Also ich hätte jetzt genauso gut, keine Ahnung, Tottenham hat es gesagt. Er weiß ja, wie es geht. Ja. Oh, geile Verbindung. Fleischspieler Set 1, wissen mich. Wo kriege ich die? Ja, egal. Transfers-Wert 5 Millionen. Was? 5 Millionen Transfers-Wert habe ich. Oh, Alter, wie wenig. Schwerpunkt defensiv. Ich würde sagen, wir krätschen mal ein paar Gegner um. Siegste, die ist da. Oh, da ist der Jürgen Klopp. Hat der mir zugenickt? Das galt mir. Schon klar. Hunter, Walker, los, kommt. Trainer? Butler. Kenn ich auch noch. Der Name ist bekannt. Na, ihr habt euch wohl schon umgeschaut. Ein bisschen anders als erwartet, hä? Der Trainer zum Beispiel. Erwartet nicht, dass er für euch den roten Teppich ausrollt oder euch fragt, wie es vorangeht. Der hat Besseres zu tun, als mit Youngstern zu reden. Gewöhnt euch daher gleich an mich. Ja. Ihr seid jetzt bei den ganz Großen. Da müsst ihr auch mehr bringen. Legen wir los. Ja. Ich kann's kaum erwarten, Mr. Butler. 1000%. Mein Tipp an euch Jungs. Strengt euch beim Kennenlernen eurer Teamkollegen genauso an wie im Training. Verschiedene Persönlichkeiten sind hier im Team mit großen Egos. Wenn wir Erfolg haben wollen in der Premier League, muss die Chemie stimmen. 11 Einzelspieler bringen uns nicht weiter da draußen. Schön, legt los. Trainingsbeginn in 15 Minuten. Und dann will ich, dass ihr nicht mehr wie ein Haufen Boyband-Deppen auf meinem Rasen rumlauft. Es gibt nur eine One Direction hier für euch, und zwar die in den Umkleideraum. Wir werden alles geben, Mr. Butler. 14 Minuten. 14 Minuten. Wir sehen doch gut aus. Ich find's okay. Okay, also wie viele Männer dürfen wir umkretschen? Schön, wie ihr alle wisst, haben wir heute zwei neue Jungs bei uns. Alex Hunter und Gareth Walker. Das heißt aber nicht, dass der Rest von euch Schonzeit hat. Ich will Zweiergruppen, eins gegen eins. Gaio, du nimmst Hunter. Bernard, du nimmst Walker. Mal sehen, was die Neuen taugen. Buenos dias. Das ist Lili, ich bin Toro. Welcher von euch ist Hunter? Ich. Bereit für eine Lektion? Wir wären dann soweit, Hombres.
Kinder. Ja, erteilen wir ihnen eine Lektion. Ist das Spanisch? Ich weiß, Mann. Er will uns umgrätschen. Er hat so einen arroganten Spruch gebraucht. Verletzen, verletzen, verletzen. Haben wir direkt seine Position. Gentlemen, wie wär's heute mit einer Runde Intensivtraining? Schön, dann legen wir los. Ich gegen ihn, oder was? Oder er gegen mich? Warum er gegen mich? Oh, Finn. Ey, was kann denn der? Der Typ hat nichts, das ist so unfair. Easy. Nein. Wir müssen aber noch mit dem Bann anfangen. Erneut versuchen. Neuer Versuch. Der liegt am Boden. Das war eine saubere. Ja, das stimmt. Ey, wieso darf der da grätschen? Die Wege kreuzen sich nachher nochmal. Alles klar. Schmerzhaft. Erneut versuchen bei diesem Schuss, Alter. Nochmal. Und geht nicht. Dann nachher halt nochmal. Komm mal. Ich habe geplant, hier auf die deutsche Fassung. Ja. Ey, diese Wand. Ey, wenigstens hol ich den jetzt noch rein. Nochmal. Hast du den Schuss gesehen? Der war richtig stark. Achtung, jetzt lauf schön auch ran. Was machst denn du? Ja, okay, das war jetzt gut. Ich glaube, diese Wanne war eigentlich Schande. Okay, die Einheit ist vorbei. Jetzt sollten wir ans Wochenende denken. Okay, also ich würde sagen, das war's dieses Mal schon. Das war diesmal eine sehr kurze Runde, aber egal.